Hey, nicht dahin pissen. Gell? Kannst woanders hin machen, nicht hierher. If you want to piss, I tell him not to. Hm? How long? Like this, huh? Habe ihn gefragt, ob er Bier will, aber ich glaube, es ist noch ein wenig zu früh fürs Bier. Naja, schaut doch nicht schlecht aus, unsere Glaslampen. Annie Gauer. War da auch schon wirklich? Stehe nicht, das dreht sich doch, er sagt, das dreht sich nicht. So, hier, da sieht man noch die Blutschäden, der ist kaputt. Schauen wir mal, ob der Mechaniker was sagt. If not, we have to ask him to pick this one up. I hope this one is working now. Gott sei Dank haben wir den ja rausgehoben, sonst wäre der auch kaputt. Der war noch nie benutzt, ne? Aber der ist ja auch noch neu. Der ist ja auch noch nicht alt. Den habe ich vielleicht ein Jahr oder so. Komisch, die anderen haben sie überlebt, ne, die Flut. Aber die sind ja wahrscheinlich auch noch alle dreckig. Da müssen wir ja auch noch sauber machen, hinten drin. Ja. Jetzt müssen sie das nochmal ein bisschen umändern, weil das war am Holz dran. Und das Holz habe ich ja so gemacht, dass ich leicht ran kann, wenn ich hier mal die Truhe raus haben will oder zum Reinigen. Da habe ich aber auch schon wieder gespart, da hätte ich eigentlich auch das dicke Holz nehmen sollen. Naja. Be careful, ne? Ja, ist kein Problem, ja. So, unsere Lampen hängen, unsere Glasschneidprojekte, die haben wir ja selber geschnitten. War gar nicht so einfach, aber ich finde, die schauen ganz gut aus. Muss man nur noch die Birnen jetzt kaufen dafür. So, hier hat ja der Walter gewohnt, der ist jetzt die Flucht ergriffen wegen der vielen Nass-Einheiten, die er hier gehabt hat. Hier sieht man noch den Matsch und den Schmotter da hinter dem Schrank. Hier, das schaut natürlich aus. Da sieht man, wie hoch das Wasser gestanden ist. Das muss natürlich jetzt alles renoviert werden. Ja, und wenn es dann renoviert ist, steht es auch wieder zur Vermietung, zur Verfügung in der Hochsaison. Das ist eine schöne Loft, wenn es nicht gerade unter Wasser ist. Und wir machen hier dann, sind wir am Überlegen, wie wir das auch abdichten können. Ist wahrscheinlich möglich, das abzudichten. Wir müssen nur hier die ganzen Löcher da zumauern. Eventuell kann man das auch noch einmal verstärken, die Wand, aber es ist wahrscheinlich gar nicht nötig. Wir dichten die Löcher ab. Da hinten ist eh schon eine feste Wand drin, da dürfte eh nichts passieren. Und dann könnten wir das vielleicht auch dicht bekommen hier. Und da müssen wir halt uns auch überlegen, wie wir das abdichten. Wahrscheinlich auch so mit einer Schotte und einem Aluminium. Ne? Und, hast du einen Schwamm? Gibt's in Dubai nicht, oder? We need for here, for the apartment. Okay. So we look for the padlock. This one, we don't need to change. Should we put a padlock inside again? Ja, expensive, da musst du aus Dubai einen mitbringen das nächste Mal. We will import it. Der ist extrem expensive. But you know what? Well, ACs are cheap. Air condition is cheap, ja? Air condition is cheap. Ja, da. Man, okay, der schaut schon gut aus, ne? This one looks nice, ne? For the apartment maybe.
Huh? How much is it? Naja, wir streichen die alten an, das ist billiger. We paint the old one, bitte so. Cheaper. Schau mal, Solarpanel. Da kenne ich mich gar nicht aus, muss ich ehrlich sagen. Look, the question is not how it looks. This is our off stock for sure. This is the ceiling one. นั้นจะเอาเป็นฮาตาริตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้เดี๋ยวนค่ะโอเค Yeah, we take two, huh? อันนี้สองตัวค่ะแล้วก็แบบฝาผนังดูตัวนี้ไม่มันโปรโมชั่นอยู่ในโปรโมชั่นอยู่ค่ะ1,900เหลือ1,400ค่ะโอเคโปรโมชั่นเอาไหมถูกไหมได้ผมชาร์ค from 1,900 to 1,400 3ปีYeah, okay, we can, we need also, first we want the ceiling fan. And นั่นน่ะ ceiling fan, หมายถึงว่าโคจรฮาตาลี่สองตัวแล้วก็ตัวนี้สองตัวมีสีเท่ากับสีขาวที่ผมมา wieder einkaufen, ne? Das ist was Schönes für uns, richtig? Ja. So ein Baumarkt. Four. Four. Four, yes. Sie ตัว They have white one, or? I like this one. Black. Oh, it's black already. Also it starts with white and it turns to yellow. Yes. So it's better this one. And from this one we take how many now? From this one, four. Mm-hmm. Wahnsinn, wie billig das Zeug geworden ist. Ja? Aber das habe ich damals schon gesagt, wie die auf den Markt gekommen sind, dass die irgendwann mal ganz billig waren, weil die ja keinen Platz wegnehmen, ne? Lagerhaltung und so weiter. Schau, 65. 17,9. Ich habe ja auch welche draußen hängen. Maximal ein Jahr. Aircondition 25.000 BITU 21.000. Wie viel hat der da? Mhm. Was? 12.000 BITU. Mhm. Da kriegt sie heute eine Promotion, ne, wenn sie so viele Fans verkauft. Ne? Wir wollten eigentlich nur eine Lampe, jetzt haben wir... 10 Fans. Aber die sind ja alle kaputt bei mir. Ne? Die wollte ich jetzt eh auswechseln bringen. Die habe ich früher immer aus Deutschland mitgebracht. Jetzt gibt es hier, schau, für 200 Baht. Ja, hier gibt es alles, ne? Wenn wieder eine Corona-Krise kommt, dann wird es wieder scheiße. Weißt du, das gute Nachricht, Corona nicht. Nee, aber es gibt jetzt in China gibt es jetzt einen Tripper, den man nicht mehr heilen kann. Was? Ja, ja. Hilft kein Medikament. Aus dem Alter sind wir jetzt auch raus. Das ist jetzt kann uns wurscht sein. Ja, ich hatte ihn als öfters. Fucking Held. Ja. Als junger Mensch, ne, da hat er da schon einiges mitgemacht. Aber schau, überall gibt es was zu essen. Ne? Das ist schon geil in Thailand. Das bei uns aber auch. Ja, aber teurer.
Es ist ja gut, dass es da nicht regnet. Wenn du gehst, ist es teuer. Ja. Aber dann gibt es auch so diese in diesen Shops, so ähnlich wie bei euch hier, wo da so... Für Food Corners. Ja, ja, genau. Wo so kleine Inder so ihr Zeugs kochen. Das ist günstig. Ja. Also gibt es auch so kleine. Ja. Und ist gut wahrscheinlich, oder, das Essen? Es ist halt sehr indisch geprägt. Also ja. Wenn du indisch magst... Ja, ich mag indisch. Indisch ist gut mit Bier. Okay, das ist dann immer teuer bei uns. Das gibt's, okay. Aber das ist teuer. Also unter 400 Baht kriegst du keins. Na ja, echt? Unter 400 Baht? Ja. Ja, okay, ich kaufe natürlich auch meine Kisten in einem Laden. Und da kostet... Das ist ja ähnlich wie hier. Ja, du nimmst ja oft immer das kurz vor dem Verfall, hast du erzählt. Ne? Ja, manchmal. Also ja. Dann haben sie eins, das verfällt in einem Monat. Ja, das ist doch sie gut. Dann und das kriegst dann billiger. Für die Hälfte. Ah, das würde ich auch kaufen. Das kaufe ich kistenweise. Ah, ja. Weil so schnell wird es nicht schlecht, das gute Bier. You see, darling, it's good. It's not raining, otherwise. Sonst hätten wir ja wieder ein Problem. So, unsere neuen Lampen schauen eigentlich ganz gut aus, finde ich. YouTube-Kanal, danke! Super! Give me five! Yeah!